Also, wir machen da jetzt mal ein Like-Zeichen hin. So, das kann jetzt jeder sehen. Und wozu ist das gut? Na, wir haben schon lange keine Videos gemacht und damit die Abonnenten uns trotzdem unterstützen und nicht vergessen, ein Like zu geben. Oh ja, hoffentlich unterstützen die uns. Soll ich dir zeigen, was ich gekauft habe? Na klar. Gleich, ich hol's eben. Interessant, was der uns gleich anschleppt. Komm, hilf mir. Ja, ja, bin schon da. Eine Facebank? Nicht irgendeine Facebank, sondern eine rote. Meine hast du ja kaputt gemacht. Ich? Ich habe gar nichts kaputt gemacht. Das waren die Böller. Oh, die sieht nicht besonders rot aus. Was? Aber ich habe extra auf die Verpackung geguckt. Da war eine rote drauf gemalt. Wie man sehen kann, ist auf der einen Seite eine blaue und auf der anderen Seite eine rote drauf gemalt. Hier solltest du drauf achten, wo es markiert wurde. Also bei blau und da war eine blaue drin. Oh Mann, dann sollte man das auch hinschreiben. Wieso? Du kannst eh nicht lesen. Aber ich kann so tun, als ob ich lese. Na egal, ich packe da jetzt die Batterien rein, damit wir die zum Laufen bringen. Ach, und übrigens, ich habe hier auch eine gekauft. Oh, und wieso keine rote? Na, eine rosane ist doch fast rot. Fast, fast, aber nicht ganz. Na, bewegt sie sich auch? Hat anscheinend Hunger. Hunger? Die fressen doch Geld, oder? Geld und Schleim. Ich hole mal Schleim. Hauptsache keine Bonbons. Hier, Schleim für die eine da. Glasschleim? Ja, und ich will auch essen. Hier, bekommst du ein Bonbon. Da sind doch nimm zwei Bonbons. Na gut, nimm zwei. Ich liebe nimm zwei Bonbons. Holen wir den mal raus. Durchsichtiger Glasschleim. Der ist einfach klasse. Aber ich denke, Glasschleim ist zu fest für die Facebank. Und was bedeutet es? Es bedeutet, wir machen selber Schleim. Sehr, sehr schleimigen Schleim. Oh, wir haben schon so lange keinen Schleim gemacht. Genau, als erstes wird eine Schale benötigt. Und da kommt jetzt etwas Kleber rein. So. Und in den Kleber kommt Waschmittel rein. Davon nehme ich weniger als Kleber. So. Und jetzt heißt das für mich mischen, mischen und nochmal mischen. Und noch etwas Farbe soll da rein. Oh, ist ja nett von dir. So bin ich halt. Das ist blaue Lebensmittelfarbe. Ein paar Tropfen. So. Und vermischen wir das Ganze. Und da haben wir unseren Schleim. Der klebt noch ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und jetzt stopfen wir die Facebank mit dem Schleim voll. Oh ja, das machen wir. Na, komm her. Und wollen wir mal? Ich nehme einen Löffel mit Schleim befüllt. So, und sag ah. Na, sieht doch ganz gut aus. Er sieht gut aus? Ja. Nein, er sieht eklig aus. Pfui. Ach, was versteht Lucky schon? Komm, iss mein Kleiner. Immer schön essen, damit du groß und stark wirst, so wie Jumanji. Willst du ihm alles etwas zu essen geben? Ja, wieso? Das wird ja Stunden dauern. Ach, ich mache das dann so. So wird das schneller gehen. Sag ah. Also, das war nicht so witzig. Nein? Nein. Also, ich habe noch genug Schleim übrig. Wie es aussieht, passt das Ganze nicht in die Facebank rein. Was sollen wir sonst mit diesem Schleim noch machen? Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, ab in die Kommentare damit, Freunde. Nein, und du hast gar kein Zimmer. Oh. Welchen soll ich bloß nehmen, ha? Diesen? Oder vielleicht doch den da, ha? Die sehen alle so stark aus, aber ich denke, ich nehme den besten. Du schummelst doch, ich kann es riechen. Na, machen wir mal das Teil auf. Hier so ein kleiner Schnitt. Aha. Und so viel Folie immer drumherum. Hey, du brauchst heute aber lange. Komm, mach schneller. Bleib mal ruhig, die Kaugummis sind nicht für dich, ja? Haha, und wie die Kaugummis für mich sind. Los, mach schneller. So, der Deckel kommt weg. Und die muss man da doch irgendwie rausholen können. Na, komm schon. Na endlich, meine Kaugummis.
Oh, ihr Süßen, zuerst esse ich die roten, danach die blauen und die gelben aber auch. So, der Deckel kommt wieder drauf. Hey, was soll das? Wie soll ich die jetzt rausholen, ah? Na Lucky, erinnerst du dich noch an diese Spielzeuge? Ja, wieso? Heute machen wir eine Challenge. Du willst Kaugummis, dann musst du die verdienen. Verdienen? Ich muss doch nicht mein Zimmer aufräumen, oder? Nein, und du hast gar kein Zimmer. Oh. Wir werden mit denen schießen und wer besser schießt, bekommt auch die Kaugummis. Aha, interessant. Also, ich denke irgendwie, dass ich gewinnen werde. Ich kann gut zielen und sehr gut schießen und ich liebe Kaugummis. Ach ja, und du hast noch ein Paket bekommen. Da müssten noch so welche drin sein. Wir holen die mal raus. Schau mal, in der ersten Tüte sind 3 weiße Kugeln. Und der Zombie ist irgendwie etwas anders als die anderen. Er ist ziemlich dick. Das hier ist eine Schießpflanze. Da kommt die Kugel rein. Und dann muss man der auf die Mütze drücken, damit die schießt. Peng! Na, klingt doch super. Mittlerweile haben wir 3 davon. Einmal die braune hier mit braunen Kugeln und eine grüne Pflanze mit grünen Kugeln. Diese gefällt mir ziemlich gut. Schauen wir mal, was in der nächsten Tüte drin ist. So, da sind diesmal wieder 3 Kugeln, aber in der Farbe blau. Irgendwann mal haben wir alle Farben zusammen und diesmal ist auch wieder ein schlanker Zombie dabei. Ich finde seine Füße ziemlich lustig. Er steht so komisch. Ich steck mal eine Kugel da rein. So. Hey, wieso hast du eine braune reingesteckt? Na, damit du was zu fragen hast, Lucky. Ach so, dieser ist bestimmt der Beste. Den nehme ich mal. So, Freunde, das hier ist unsere Auswahl. Welche von denen hättet ihr genommen? Die 1, 2, 3 oder doch die Nummer 4, die grüne Pflanze? Schreibt doch in die Kommentare. Ich habe bei denen einfach 3 Kugeln immer hingelegt, ohne auf die Farbe zu achten. Denn ich möchte Lucky ärgern. So. Na, Lucky, komm, such dir eins aus. Welchen soll ich bloß nehmen, ah? Diesen? Oder vielleicht doch den da, ah? Die sehen alle so stark aus, aber ich denke, ich nehme den besten. Und zwar den ersten, ah. Okay, welchen soll ich bloß nehmen? Vielleicht den dritten da hinten, ah? Der gefällt mir, ja, ich nehme den. Aber ich nehme ihn mit den blauen Kugeln. Das wird gut. Hey, du Schummler, wieso nimmst du andere Kugeln? Na, ist doch bloß andere Farbe. Du schummelst doch, ich kann es riechen. Ach, denk, was du willst. Hey, bleib stehen. Also, Freunde, das hier ist meine Auswahl. Ich denke, ich habe die richtige Auswahl getroffen. 3-mal schießen und dann gehören alle Kaugummis mir. Und da ist Lucky seine Auswahl. Hey, Lucky, was soll das? Wieso hast du Kugeln in verschiedenen Farben? Und wieso hast du 6 Kugeln? Naja, es sind 7 Kugeln. Kannst du nicht zählen, ha? Und außerdem, ich mache die Regeln, wie die mir passen, klar? Denn ich muss ja die Kaugummis gewinnen, denn die wollen selber, dass ich die gewinne. Verstehst du das etwa nicht? Nein, ich verstehe das nicht. So, 3 gegen 3. Hier sind unsere Ziele. Diese müssen wir alle umkippen. Es sind kleine Zielfässer, die man eigentlich leicht umkippen kann. Naja, falls man trifft, ja? Da stehen verschiedene Punktzahlen, 25 und 50, aber die spielen heute mal keine Rolle. Eben schnell eine Pyramide aufbauen. Wow, das ging ja schnell. Das sieht ja leichter aus, als ich dachte. Echt? Jumanji, ein Tipp von mir. Versuche die oberste zu treffen, okay? Nein, nicht okay. Also, ich lade die mal auf. So. Und jetzt ganz einfach zielen und... Wow. Das sieht ja sehr, sehr gut aus. Es sind nur 4 Stück stehen geblieben. Also, das gefällt mir. Ich denke, ich habe den ersten Schuss so gut wie gewonnen. Die Ziele stehen wieder und jetzt ist Lucky dran. Welche Kugel darf es denn sein, Mr. Bear? Ich nehme die braune. Die sieht schwer aus. Gut, also die braune. Die kommt da jetzt rein. Was meint ihr, Freunde? Kann Lucky mehr umhauen als ich? Ich denke eher nicht. Okay, also einmal zielen. Aha. Naja, also wie es aussieht, hast du nur 2 umgestoßen. Also habe ich gewonnen. Niemals. Hey, was soll das denn? Was? Bist du sauer, weil ich mehr umgestoßen habe als du? Du bist ein Schummler. Ich habe gewonnen, klar? Ich habe gewonnen, klar? Na gut, es wird mal Zeit, mein Kaugummi da rauszuholen. Nein, mein Kaugummi. Lucky, du hast geschummelt. Du bist ein Verlierer, ja? Na und? Denkst du, die Kaugummis wollen, dass du die isst, ha? Ja, das denke ich. Das Teil hier so drehen. So. Ah, da ist ja mein Kaugummi. Ich
ich will eine Revanche haben. Komm, gib mir noch eine Chance. Okay, Lucky, du bekommst sogar diesen Bonbon und du bekommst eine neue Chance, aber diesmal ohne Schummeln, klar? Klar. Also Freunde, bis zum nächsten Mal, dann könnt ihr zuschauen, wie ich Lucky wieder fertig mache. Bye bye.